بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Geehrte Geschwister, da es in diesem Webinar über den Gesandten und Diener Allahs Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam geht, handelt dieser Vortrag über das Herunterkommen von ihm in der Endzeit. Dies ist ein sehr wichtiges Thema, welches mit der Aqida der Muslime im Allgemeinen und der Aqida der Ahlus Sunnah wal Jama'ah im Speziellen zu tun hat. Und zugleich gehört es zu den 10 großen Zeichen, welche vor dem Eintreten der Stunde geschehen werden. So wie es im Hadith erwähnt wurde, welchen Imam Muslim rahimahullah in seinem Sahih überlieferte. Und zwar sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Fadhakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabah وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, sie wird nicht stattfinden, bis ihr vor ihr 10 Zeichen seht. So erwähnte er, der Rauch, der Dajjal, Ad-Dabe, das Tier, der Sonnenaufgang vom Westen, das Herunterkommen von Isa ibn Maryam, sallallahu alaihi wasallam, Ya'juj wa Ma'juj, Gog und Magog, 3 Erdlöcher, ein Erdloch im Osten, ein Erdloch im Westen, ein Erdloch auf der arabischen Halbinsel und das letzte davon ist ein Feuer, welcher vom Jemen kommt, welches die Menschen zum Ort der Versammlung treibt. So haben die Gelehrten des Islams im Allgemeinen über die Zeichen der Stunde mehrere Bücher geschrieben. So wie Al-Imam Nu'aym ibn Hammad Al-Fitan schrieb und ebenfalls schrieb Al-Fitan Hanbal ibn Ishaq, der Cousin von Imam Ahmed rahimahullah und ebenfalls der Schüler von Imam Ahmed, Abu Dawud al-Sijistani rahimahullah. Er schrieb das Buch Al-Malahim und Muhammad ibn Hussein, welcher bekannt ist als Imam Al-Ajurri, er schrieb auch ein Buch namens Al-Fitan. So wie Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah das Buch Ashrat al-Sa'a schrieb und der große Gelehrte Sheikh Hamoud al-Tuwajiri rahimahullah. Er schrieb ein Buch namens Ithaf al-Jama'a, bima ja'a fil fitani wal-malahim wa ashrat al-Sa'a. So haben sich die Gelehrten um die Zeichen der Stunde im Allgemeinen gekümmert und Bücher darüber geschrieben, so wie auch spezielle Bücher
über Isa a.s. geschrieben wurde, sowie das Buch Nuzul Isa ibn Maryam Akhir al-Zaman von Jalal ad-Din as-Suyuti rahimahullah und At-Tawdih fi Tawatir Ma Ja'a fil Mahdi al-Muntazir wad-Dajjal wal-Masih von Ash-Shawkani rahimahullah, sowie der Muhaddith dieser Zeit, Imam al-Albani rahimahullah, Qissatu al-Masih ad-Dajjal geschrieben hat. Und dort hat er auch über die Überlieferungen über Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam geschrieben. Ebenfalls die bekannten Hadith-Gelehrten haben die Ahadith über Isa alayhi salam in ihren Hadith-Büchern überliefert und sogar spezielle Kapitel diesbezüglich geschrieben. Und es genügt, dass Amir al-Mu'minin fil Hadith, der Führer der Gläubigen im Hadith, Imam al-Bukhari rahimahullah, ein Kapitel in seinem Sahih schrieb, und zwar Bab Nuzul Isa ibn Maryam alayhimus salam. Kapitel über das Heruntersteigen von Isa ibn Maryam. Und Sahih al-Bukhari ist das authentischste Buch, welches von Menschen verfasst wurde. Und was die Aqida-Bücher betrifft, so werden wir im Verlauf von diesem Vortrag ebenfalls mehrere Passagen der Gelehrten zitieren, welche den Glauben an die Rückkehr von Isa a.s. bestätigen. Und dieser Vortrag ist in 6 Kategorien eingeteilt. Erstens die Beweise aus Koran und Sunna für das Herunterkommen von Isa a.s. sowie die Klarstellung, dass die Ahadith diesbezüglich Mutawatir überliefert wurden. Zweitens, der Ort, an welchem er heruntersteigen wird. Drittens, der Ijma', der Konsens der Muslime und Aussagen von den großen Gelehrten bezüglich des Heruntersteigens von Isa a.s. Viertens, die Weisheit bezüglich des Heruntersteigens von Isa a.s. Fünftens, Angelegenheiten, welche mit der Rückkehr von Isa a.s. zu tun haben. Und darunter fällt das Töten des Dajjal, die Zerstörung von Ya'juj und Ma'juj, das Urteilen mit dem Gesetz des Islams und der Hass und die Feindschaft, welche in seiner Zeit verschwinden werden. Und die Sicherheit wird sich inmitten der Menschen ausbreiten. Und zum Schluss, sechstens, wie lange wird er auf der Erde verweilen? Sein Tod und sein Grab. So beginnen wir, indem wir Hilfe und Zuflucht von Allah Jalla fi'ula ersuchen, mit der ersten Angelegenheit. Und zwar die Beweise aus Koran und der Sunna für das Herunterkommen von Isa a.s. sowie die Klarstellung, dass die Ahadith diesbezüglich Mutawatir überliefert worden sind. Im Koran gibt es 3 Verse, welche beweisen, dass Isa a.s. heruntersteigen wird. Und wir werden 2 von diesen Versen erwähnen. Der erste Vers ist in Surah Az-Zukhruf, Vers 61. Und zwar die Aussage Allahs Jalla fi'ula, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَ. Und er ist wahrlich Wissen von der Stunde des Gerichts. Das bedeutet, das Heruntersteigen von Isa a.s. vor dem Tag der Auferstehung ein Zeichen ist, dass das Eintreten der Stunde nahe ist. Und darauf deutet die andere Leseart dieser Aya. Und zwar, وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَ. Und zwar mit Fetha auf dem Ein und auf dem Lam. Anstatt لَعِلْمٌ wird لَعَلَمٌ gelesen. Und dies bedeutet also, dass er, a.s., ein Zeichen für das Eintreten der Stunde ist. Und seine Rückkehr ist dies, was von den Aussagen der Sahaba wie Ibn Abbas radiallahu anhuma diesbezüglich bestätigt wurde. So überliefert Imam Ahmed und Al-Hakim, dass Ibn Abbas radiallahu anhuma im Tafsir von dieser Aya sagte, huwa khuruju Isa ibn Maryam alayhi salam qabla yawm al-qiyamah. Es ist das Austreten von Isa alayhi salam vor dem Tage des Gerichtes. Und diese Bedeutung wurde von mehreren Gelehrten des Tafsirs überliefert und von Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah und auch von anderen Gelehrten ausgewählt. Die zweite Aya ist
وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein. An ihn glauben bedeutet das Glauben an Isa a.s. Und vor seinem Tod bedeutet vor dem Tod von Isa a.s. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah überliefert von Abi Malik rahimahullah, dass er über die Aussage Allahs وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird, dass er diesbezüglich sagte, dies ist, wenn Isa ibn Maryam alayhi salam heruntersteigt. Niemand von den Leuten der Schrift wird übrig bleiben, der nicht an ihn glaubt. Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah sagte, ohne Zweifel, dass das korrekt ist, denn das ist beabsichtigt vom Kontext des Verses. Im Bestätigen der Falschheit von dem, was die Juden beanspruchten, dass Isa a.s. getötet und gekreuzigt wurde. Und die Akzeptanz von denen, die das von ihnen akzeptiert haben, von den unwissenden Christen, so berichtete Allah, dass diese Angelegenheit nicht so war, sondern es erschien ihnen so. So töteten sie denjenigen, der ihnen so erschien. Und sie vergewissern sich nicht. So berichtete Allah, dass er ihn zu sich erhob und dass er noch weiterhin am Leben ist und dass er vor dem Tag der Abrechnung heruntersteigen wird, wie darauf die Mutawatir Ahadith hingedeutet haben. Bis er dann sagte, so berichtete diese vorzügliche Ayah, dass alle Leute der Schrift dann an ihn glauben werden. Was die Beweise von der authentischen Sunna betrifft, so sind sie sehr viele. Davon ist der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, es ist nahe, dass in eurer Mitte Ibn Maryam als gerechter Richter heruntersteigen wird. Er wird das Kreuz brechen, das Schwein töten und die Jizya entfernen, das heißt die Steuer, die die Christen und Juden an die Muslime zahlen. Er wird es nicht vom Ungläubigen akzeptieren. Der Besitz wird sich verbreiten, bis es niemand akzeptiert, so dass eine Niederwerfung besser als die Dunya sein wird und was in ihr ist. Überliefert von Bukhari und Muslim. Und ebenfalls der Hadith von Jabir radiallahu anhu, welcher sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, es wird immer eine Gruppe von meiner Gemeinschaft auf der Wahrheit offenkundig kämpfen, bis zum Tage des Gerichtes. Er sagte, so wird Isa ibn Maryam alaihi salam heruntersteigen. So sagt ihr Führer, komm, bete für uns vor. So sagt er, nein, einige von euch sind Führer gegenüber den anderen. Eine Ehrung Allahs gegenüber dieser Gemeinschaft, überliefert von Muslim in seinem Sahih. Und ebenfalls der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Propheten sind Brüder von Allat. Und Allat beabsichtigt sind die Brüder, die unterschiedliche Mütter haben, aber denselben Vater. Und beabsichtigt ist hier, dass die Propheten unterschiedliche Gesetze haben, aber denselben Glauben haben. So wie dies Ibn Athir in An-Nihaya fi Gharib al-Hadith erwähnte. So sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ihre Mütter sind unterschiedlich, doch ihre Religion ist eine. Und ich habe am meisten Anspruch auf Isa ibn Maryam, denn es gibt zwischen mir und ihm keinen Propheten. Und er wird heruntersteigen. Wenn ihr ihn seht, so erkennt ihr ihn. Dann beschrieb der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wie sein Aussehen sein wird. Überliefert von Ahmed
Und Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah sagte über diesen Hadith, Hadithun sahih, also ein authentischer Hadith. Ibn Kathir rahimahullah sagte, diese Hadith sind mutawatir vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Und zwar von Abu Huraira, von Ibn Mas'ud, von Uthman ibn Abi As, von An-Nawas ibn Sam'an, von Abdullah ibn Amr ibn As, von Majma' ibn Jariyah und von Hudhaifa ibn Asid radiallahu anhum. Und Al-Mutawatir ist ein Begriff von der Hadith-Wissenschaft, welcher bedeutet, dass eine große Anzahl von Überlieferern diesen Hadith überliefert haben. Und diese große Anzahl ist so groß, dass es nicht möglich ist, dass sich die Menschen geeinigt haben, um etwas zu erfinden und um eine Sache zu lügen. Das heißt, wenn ein Hadith mutawatir überliefert wurde, so ist das die stärkste und die größte Authentizität. Und das Gegenteil davon sind Ahadith, welche Ahad genannt werden, welche nicht von einer großen Anzahl in jeder Generation der Überlieferungskette überliefert wurde. Und die Ahl Sunnah wal Jama'ah akzeptiert die Ahadith, wenn sie von vertrauenswürdigen Überlieferern überliefert wurde. Und sie glauben an das, was in Ahadithen überliefert wurde. Und wie ist es dann mit Ahadithen, die mutawatir überliefert wurde? So gibt es also kein Zweifel über diese Angelegenheit, worüber wir am Sprechen sind. Denn, wie gesagt, wurde es mutawatir überliefert. Denn einige von den Leuten der Bid'ah, sie behaupten, dass diese Ahadith Ahad sind, damit sie diese ablehnen können. Damit sie den Glauben an das Heruntersteigen von Isa a.s. ablehnen können und bezweifeln können. So wie sie auch viele andere Sachen von der Aqida ablehnen und anzweifeln. Und ohne Zweifel, wenn es korrekt und authentisch überliefert wurde, so glauben wir daran, auch wenn es von einer Person überliefert wurde. Wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh ibn Jabal, als eine einzige Person nach Jemen geschickt hat. Und das hat genügt, um an das zu glauben, was er den Menschen beigebracht hat. Doch in diesem Fall ist es nicht Ahad, sondern Mutawatir. Also es lässt keine einzige Möglichkeit, um an dieser Thematik zu zweifeln. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah hat ebenfalls klar gemacht, dass die Ahadith Mutawatir sind. So wie auch Al-Allama Siddiq Hassan Khan rahimahullah. Er sagte, dass die Ahadith bezüglich dem Heruntersteigen von Isa a.s. viele sind. Shawkani erwähnte davon 29 Hadith. Und er sagte dann, dass alles, was wir erwähnt haben, die Stufe von Tawatur erreicht hat. Also wie gesagt, Tawatur ist, dass in jeder Stufe der Überlieferer die Anzahl so groß ist, dass es nicht möglich ist, dass sie sich geeinigt haben, um etwas zu erlügen. Und der große Hadith-Gelehrte, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, der die Ahadith von Dajjal und Isa gesammelt hat und sie nachgeforscht hat und sie zusammengetragen hat. Er, dieser große Imam im Hadith, der größte Hadith-Gelehrte in dieser Zeit, er sagt, nachdem er diese Angelegenheit geforscht und untersucht hat, sagt er, wisse, dass die Ahadith bezüglich Ad-Dajjal und das Heruntersteigen von Isa a.s. mutawatira sind. Es ist verpflichtend, daran zu glauben. Und täusche dich nicht von denen, die behaupten, dass diese Ahadith Ahad sind. Denn sie sind Unwissende bezüglich dieser Wissenschaft. Und unter ihnen gibt es niemanden, der die verschiedenen Überlieferungswege der Ahadith gesammelt hat oder nachgeforscht hat. Wenn es jemand von ihnen machen würde, so würde er vorfinden, dass sie mutawatir sind. So wie dies die immer die Imame, die Gelehrten dieser Wissenschaft bestätigt haben oder bezeugt haben, wie Al-Hafidh Ibn Hajar und andere. Ende von dem, was wir von seiner Aussage, rahimahullah, erwähnen wollten. Danach kommen wir zum zweiten Punkt. Der Ort, an welchem er heruntersteigen wird. Der Ort, an welchem Isa a.s. heruntersteigen wird, ist die weiße Minarette
östlich von Damaskus oder die östliche Minarette von der großen Moschee Jami' al-Umawi in Damaskus, in Syrien. Und zwar wird Isa alayhi salam heruntersteigen, indem er seine Hände auf den Flügeln von zwei Engeln legen wird. Und es wird in der Zeit des Fajr-Gebetes sein. Die Muslime, welche sich versammeln werden unter der Führerschaft von Mahdi, welcher von der Abstammung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam sein wird, sie versammeln sich, um Ad-Dajjal zu bekämpfen. Und sie wollen das Fajr-Gebet beten. Und sie haben die Gebetsreihen gerichtet. Und dann kommt Isa alaihi salam. So wie dies von An-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu überliefert wurde. Und zwar sagte er, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, während er in dieser Situation ist, sendet Allah al-Masih ibn Maryam und er kommt bei der weißen Minarette östlich von Damaskus und er sucht ihn am Tor von Lud und tötet ihn, also den Dajjal. Danach kommt Isa ibn Maryam zu einem Volk, zu den Muslimen, welche Allah vor ihm beschützt hat. Also Allah hat diese Leute vor dem Dajjal beschützt. So streicht er über ihre Gesichter und berichtet ihnen über ihre Stufe im Paradies. Überliefert von Muslim in seinem Sahih. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, er sagte, und ebenfalls wurde es bestätigt, dass er bei der weißen Minarette östlich von Damaskus heruntersteigt. Und er wird den Dajjal töten, das Kreuz brechen, das Schwein töten und die Jizya entfernen. Er wird ein gerechter Richter sein. Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah bestätigte ebenfalls, dass es die östliche Minarette, die weiße östliche Minarette von der großen Moschee in Damaskus sein wird. Also das wird der Ort sein, an welchem Isa a.s. heruntersteigen wird. Und das ist auch ein Wunder des Prophetentums des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn er berichtet über eine weiße Minarette in einer Zeit, wo es noch keine weiße Minarette gab. So ist das etwas, was später gebaut wurde. Und tatsächlich befindet sich das in Damaskus in der großen Moschee. So ist dies eine Bestätigung für den Prophetentum des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dass er von etwas berichtet, was in seiner Zeit noch nicht anwesend war. Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah, er sagte, dass Isa in Scham heruntersteigen wird, in der Endzeit. Und er ist derjenige, der die frohe Botschaft über Muhammad sallallahu alaihi wasallam erbracht hat. Yani wenn ihr im Injil, in der Bibel nachschaut, werdet ihr vorfinden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben wurde und dass Isa die frohe Botschaft über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon erbracht hat und er wird kommen, um mit seiner Scharia, also der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam richten und von niemanden wird eine Religion akzeptiert außer die Religion des Islams. Er wird das Kreuz zerstören, das Schwein töten und die Jizya entfernen. Und er wird hinter dem Imam der Muslime beten, der in dieser Zeit Al-Mahdi sein wird. Drittens, der Ijma', der Konsens der Muslime und die Aussagen von den großen Gelehrten des Islams bezüglich dem Heruntersteigen von Isa alaihi salam. So hat sich die islamische Umma darauf geeinigt, sie haben einen Ijma', einen Konsens, dass Isa alaihi as-salatu was-salam heruntersteigen wird und dass er ein Zeichen von den 10 großen Zeichen, welche berichten, dass die Stunde eintreten wird. Und niemand widerspricht diesem Konsens, außer diejenigen, die von den Leuten des Irrganges sind. Entweder Leute des Kufrs oder Leute der großen Bid'a, welche die Falschheit befolgen und nicht die Argumente von Koran und Sunna mit dem Verständnis der Salafu Salih akzeptieren. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, dass Isa unbedingt auf die Erde heruntersteigen muss,
wie es in den authentischen Ahadith überliefert wurde. Und deswegen ist er im zweiten Himmel, obwohl er besser als Yusuf, Idris und Harun ist, weil er auf die Erde heruntersteigen will, bevor Yawm al-Qiyamah, bevor der Tag der Auferstehung eintritt. Anders als andere. Das heißt, deswegen ist er im zweiten Himmel. Als Vorbereitung, weil er auf die Erde steigen wird. Und Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, nachdem er in Usul Sunnah sagte, dass die Sunnah, die Grundlagen der Sunnah bei uns, das Festhalten ist, auf dem, worauf die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, und das Befolgen von dem, und das Unterlassen von den Erneuerungen, und dass jede Bid'a ein Irrweg ist, danach erwähnte er Angelegenheiten von der Aqida der Ahlus Sunnah wal Jama'a und sagte, und der Iman, dass Al-Masih Ad-Dajjal heraustreten wird und zwischen seinen Augen wird Kafir stehen. Und die Ahadith, welche diesbezüglich überliefert wurden, und der Iman, dass dies stattfinden wird und dass Isa heruntersteigen wird und ihm am Tor von Lut töten wird. Abu Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, er sagt, während er die Aqidah der Ahlul Hadith und Sunnah erklärte, sagte er, الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله, يعني der Glaube, die Bestätigung an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, und das, was von Allah gekommen ist und was die Vertrauenswürdigen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Sie lehnen nichts davon ab und sie glauben, dass Ad-Dajjal heraustreten wird und dass Isa ihn töten wird. Sheikh Ahmed Shakir, rahimahullah, sagte, das Heruntersteigen von Isa a.s. in der Endzeit ist von dem, worin es keinen Meinungsunterschied unter den Muslimen gibt, weil die authentischen Überlieferungen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam dies überliefert haben. Und dies ist bekannt von der Religion bid-darura, yani etwas, was unbedingt von der Religion gekannt werden muss. La yu'minu man ankarahu. Die Person, die dies ablehnt, ist kein Gläubiger. Yani, das ist etwas, was unbedingt geglaubt werden muss. Etwas, was, wenn dies jemand ablehnt, so ist er kein Gläubiger. Sheikh Hamoud al-Tuwayjiri, rahimahullah, der Manjaniq, der Ahlus Sunnah, wie einige von unseren Shuyukh ihn nennen, yani, das Katapult der Ahlus Sunnah, der jeden, der etwas Falsches gesagt hat oder Sachen, die korrekt sind, abgelehnt hat, er hat sie widerlegt. So hat er auch ein Buch geschrieben, in welchem er jemanden widerlegt, der Al-Mahdi, Al-Dajjal und Isa a.s. ablehnen, also dass Isa heruntersteigen wird. So hat er dieses Buch Iqamatul Burhan fi Raddi ala man ankara Khuruj al-Mahdi wa al-Dajjal wa Nuzul al-Masih fi Akhir al-Zaman. In diesem Buch hat er diese Person widerlegt, die dies abgelehnt hat. Und dort sagte er, rahimahullah, dass die Ahlus Sunnah wal Jama'a, das, was vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde, bezüglich dem Erscheinen vom Mahdi, dem Austreten vom Dajjal, dem Herunterkommen von Isa ibn Maryam, alayhi wa salatu wassalam, dass sie dies akzeptiert haben und dass sie dies in ihren Büchern, As-Sihah und Sunan und Al-Masanid aufgeschrieben haben. Und sie haben dies ebenfalls in ihre Aqida-Bücher verfasst. So erwähnte er einige von diesen Stellen. Und einige davon haben wir herausgesucht. So erwähnt er die Aussage von Imam Abu Muhammad al-Barbahari, rahimahullah, welcher in seinem Buch Sharh al-Sunnah sagte, der Iman gegenüber dem Heruntersteigen von Isa ibn Maryam, sallallahu alaihi wasallam, er wird heruntersteigen und Ad-Dajjal töten. Er wird heiraten und er wird hinter dem Führer von der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beten. Also damit meint er Al-Mahdi. Und er wird sterben und die Muslime werden ihn begraben. Al-Tahawi, rahimahullah, sagte in seiner bekannten Aqida
Und wir glauben an die Zeichen der Stunde, vom Heraustreten des Dajjal, dem Heruntersteigen von Isa ibn Maryam alayhi salam, vom Himmel und Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah al-Maliki, er sagt in seiner bekannten Abhandlung, und der Iman bezüglich dem, was vom Raustreten vom Dajjal und Heruntersteigen von Isa alayhi salatu wassalam bestätigt wurde, als gerechter Richter, welcher den Dajjal töten wird. Und Al-Muwaffaq ibn Qudama rahimahullah, er sagt in seiner Aqida, und es ist verpflichtend, an all das zu glauben, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Und davon sind die Zeichen der Stunde, wie das Raustreten von Dajjal, das Heruntersteigen von Isa ibn Maryam alaihi salam, und er wird ihn töten. So wie Al-Qadi Iyad, rahimahullah, in der Erklärung von Sahih Muslim sagte, das Heruntersteigen von Isa alaihi salam und das Töten von Dajjal ist korrekt. Es ist authentisch bei den Leuten der Sunna, wegen den authentischen Ahadith diesbezüglich. Und es ist nicht etwas, was der Verstand oder die Scharia als falsch bezeichnen. So ist es verpflichtend, dass man dies bestätigt. Und dies haben einige von den Mu'tazila und Jahmiya und diejenigen, die mit ihnen übereinstimmen, abgelehnt. Und sie haben behauptet, dass die Ahadith abgelehnt werden wegen der Aussage Allahs wa khatam an-nabiyyin. Yani Allah bestätigt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatam an-nabiyyin ist, der Siegel der Propheten, der letzte der Propheten. Und damit behaupten sie, bedeutet es, dass kein Prophet nach ihm kommen kann. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di, es gibt keinen Propheten nach mir. So wie der Ijma' der Muslime, dass es keinen Propheten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt. Doch dies ist, womit sie argumentiert haben, ist eine falsche Argumentation. Denn Isa alaihi salam, er wird nicht kommen als Prophet, um das Gesetz vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ersetzen, sondern er wird kommen und dem Gesetz vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Und er wird mit seinem Gesetz richten. Also sind diese Beweise, die genannt wurden, keine korrekten Beweise, um das abzulehnen, was bestätigt wurde, und zwar, dass Isa a.s. heruntersteigen wird. Denn er wird kommen, so wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Und er wird kommen und die Scharia des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Al-Munawi rahimahullah sagte, sie sind sich einig, yani sie haben Konsens, es gibt niemanden, der dies widerspricht, dass Isa alaihi salatu wasalam heruntersteigen wird als Prophet, aber indem er die Scharia unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgt. Und zuletzt die Aussage von As-Saffarini rahimahullah, welcher sagte, dass das Heruntersteigen von Al-Masih Isa ibn Maryam bestätigt wurde mit dem Buch, mit der Sunna und mit dem Ijma' der Umma, mit dem Konsens der islamischen Gemeinschaft. Und dass dies niemand von den Leuten der Scharia widersprochen hat, sondern dies wurde von den Philosophen und von den Atheisten widersprochen, von denen, welche man nicht gegenüber ihrem Widerspruch schaut. Yani uns kümmert ihr Widerspruch nicht, wenn die Gelehrten des Islams dies bestätigt haben. Und der Ijma' hat stattgefunden, dass er heruntersteigen wird und mit dieser Scharia al-Muhammadiyya, mit dieser Scharia, mit diesem Gesetz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam richten wird. Das waren also Aussagen von großen Gelehrten des Islams, welche diese Aqida bestätigen. So lasst euch, liebe Geschwister, nicht täuschen von einigen, die erscheinen und die argumentieren wollen, dass Isa nicht heruntersteigen wird. Denn was korrekt ist, was authentisch ist, was die Aqida der Muslime der Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist, dass er heruntersteigen wird. Alayhi salatu wassalam. Viertens, die Weisheit bezüglich des Heruntersteigens von Isa alayhi salam. Die Gelehrten haben verschiedene
Weisheiten hinter dem Heruntersteigen von Isa alayhi as-salatu was-salam genannt. Von diesen Weisheiten ist erstens die Widerlegung gegenüber den Juden in ihrer Behauptung, dass sie Isa getötet hätten. So wird er kommen und ihren Führer und auch einige von ihnen töten. Er wird ihren Führer, den Dajjal, töten und auch einige von ihnen. Diese Aussage hat Ibn Hajar als korrekt ausgewählt. Zweitens, dass Isa im Injil den Vorzug der Gemeinschaft vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgefunden hat. So hat er Allah darum gebeten, ihn von ihnen zu machen. Und er hat Allah gebeten, dass er auch jemand von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird. So hat Allah seine Dua erhört und ihn am Leben gelassen, bis er in der Endzeit noch einmal kommt. Imam Malik rahimahullah sagte, es erreichte mich, dass wenn die Christen die Sahaba sahen, welche Scham eroberten, sagten, bei Allah, diese sind besser als die Apostel. Imam al-Zahabi rahimahullah schrieb in seinem Buch Tajrid Asma al-Sahaba, worin er die Biografien der Sahaba erwähnte. Er schrieb auch über die Biografie von Isa alayhi salatu wasalam und sagte, Sahabiyun wa Nabiyun, fa innahu ra'a an-Nabiyya sallallahu alayhi wasallam laylat al-Isra wa sallama alayhi, fa huwa akhar as-sahabati mawtan. Und das ist sehr interessant. Diese Aussage von Imam al-Zahabi ist eine sehr interessante Aussage. Er sagte über Isa alayhi salam, ein Sahabi, ein Gefährte und ein Prophet. Und er ist zugleich ein Sahabi, Isa ist zugleich einer von den Sahaba und zugleich ist er auch ein Prophet. Denn er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Nacht von Al-Isra gesehen und er hat ihm den Salam gegeben. So ist er der letzte von den Sahaba, die gestorben sind. Oder der letzte, der von ihnen sterben wird, denn er ist noch nicht gestorben. So kann jemand sagen, dass auch andere Propheten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Nacht von Isra gesehen haben. Doch die Antwort ist, dass diese Propheten schon gestorben sind. Und Isa alaihi salam hat ihn gesehen, bevor er gestorben ist. So wird er noch sterben. Also ist er der letzte von den Sahaba, die sterben werden, wie Imam al-Zahabi rahimahullah dies in diesem Buch Tajrid Asma al-Sahaba erwähnte. Drittens, er steigt herunter, weil die Zeit zum Sterben nahe gekommen ist, damit er auf der Erde begraben wird. Denn ein Geschöpf, welches aus Erde erschaffen wurde, kann nicht an einem anderen Ort sterben als auf der Erde. Das bedeutet, Isa a.s., wenn die Zeit kommt, dass er stirbt, muss er zurück zur Erde kommen. Denn als Mensch stirbt man auf der Erde und nicht außerhalb dieses Planeten. Also man stirbt auf der Erde und wird dann begraben, so wie es gewöhnlich getan wird. Und da er noch nicht gestorben ist, muss er zurückkommen, um auf der Erde zu sterben. Viertens, er kommt, um die Falschheit und die Veränderung der Christen klarzustellen, in dem, was sie fälschlicherweise beanspruchen. So wird er das Kreuz brechen und das Schwein töten. Wenn Isa a.s. kommt, so wird klar werden, dass worauf die Christen waren und was sie beansprucht haben und was sie über ihn behauptet haben, dass dies etwas ist, was erlogen ist. So wird er das Kreuz brechen als Symbol und Zeichen, dass er nicht gekreuzigt wurde und dass seine Religion nicht die Religion des Kreuzes ist, wie es die Christen behaupten. Und er wird das Schwein töten, denn die Christen haben das Schwein als erlaubt erklärt, so wie es ihnen Paulus erlaubt hat, obwohl es im Alten Testament wurde es verboten und im Neuen Testament, was von den Schriften von Paulus geschrieben wurde, wurde es ihnen erlaubt. So kommt er und tötet das Schwein. Und fünftens, was Al-Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah sagte, und zwar sagte er, um den Vorzug des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu zeigen und sein Prophetentum zu bestätigen, denn er wird mit seiner Scharia richten. Ende von seiner Aussage, rahimahullah. Also kommt Isa alaihi salam, um zu bestätigen,
was er schon als frohe Botschaft vorangekündigt hat. Denn wie Allah Azza wa Jalla im Koran sagt, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي إِسْمُهُ أَحْمَدٍ. Und als Verkünder von froher Botschaft bezüglich einem Gesandten, der nach mir kommt, sein Name ist Ahmed. Und von den Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Ahmed. Und Muhammad und Ahmed haben dieselbe Wurzel. Also ist er sallallahu alaihi wasallam Muhammad und er ist auch Ahmed. Und so hat Isa alaihi wasallam die frohe Botschaft gebracht, dass Muhammad kommen wird. Und auch in der Bibel gibt es Stellen, die darauf hindeuten und bestätigen, dass Isa die frohe Botschaft gebracht hat, dass nach ihm ein anderer Prophet kommen wird. Dass nach ihm Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Und der Prophet sallallahu, wie es in einem Hadith überliefert wurde, sagte, Ana da'watu Abi Ibrahim wa Bushra Achi Isa. Ich bin das, wofür mein Vater Ibrahim gebeten hat. Und die frohe Botschaft, welche mein Bruder Isa verkündet hat. Also so passt es, dass derjenige, der vor dem Propheten Muhammad sallallahu war und die frohe Botschaft gebracht hat, dass Muhammad sallallahu sallam kommen wird, so passt es, dass er noch einmal auf die Erde kommt, um die Scharia des Propheten Muhammad sallallahu zu bestätigen. Und als Wunder und als Vorzug gegenüber diesem Propheten, der der Beste und der Siegel aller Propheten ist. Muhammad alaihi salatu wasalam. Fünftens, Angelegenheiten, welche mit der Rückkehr von Isa alaihi salam zu tun haben. So ist von diesen Angelegenheiten, dass er den Dajjal töten wird. Und dies wurde schon einiges davon erwähnt. Und zwar, dass Isa alaihi salam das Erste, was er tun wird, wenn er heruntersteigt und sich mit den Muslimen trifft und mit ihnen betet, das Erste danach wird sein, dass er sich in Richtung Beit al-Maqdis, in Richtung Palästina begibt und dass er dann dort den Dajjal töten wird. Und wenn Dajjal ihn sieht, wird er anfangen zu schmelzen, so wie Salz im Wasser schmilzt. Doch Isa wird sich beeilen, damit er ihn tötet, bevor er von alleine stirbt. Yani Isa will ihn noch einmal mit seiner Hand töten, bevor er durch das Schmelzen stirbt. Und deswegen wird er ihn auch töten, alayhi salatu wasalam. So tötet der Messias der Wahrheit den Messias ad-Dajjal, den lügnerischen Messias. Und dort werden dann die Juden erniedrigt und sie werden verlieren gegen die Muslime, denn mit dem Dajjal werden 70.000 Juden sein. Und zwar von den Juden von Asbahan, dem heutigen Iran, werden mit dem Dajjal sein. Und die Muslime werden sie bekämpfen. Und es wird nichts sein, hinter dem sich die Juden verstecken. Sei es ein Baum oder ein Stein oder eine Wand, außer dass sie sagen werden, Ya Abdullah al-Muslim, hada Yahudi, fata'al uqtulhu. O Diener Allahs, Muslim, das ist ein Jude, komm, und töte ihn. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, berichtete, dass Al-Gharqada, dieser Baum, welcher in Deutsch Nitraria genannt wird, dass dieser Baum nicht berichten wird. Yani er wird nicht berichten, wenn ein Jude hinter ihm ist. Denn das ist ein Baum von den Juden. Und er berichtet den Muslimen nicht, wenn sich ein Jude hinter ihm versteckt. So ist dies, was mit dem Dajjal zu tun hat. So wird Isa alaihi wasallam ihn töten. Das zweite ist die Zerstörung von Ya'juj wa Ma'juj. Und zwar sind Ya'juj wa Ma'juj sehr, sehr viele. Und sie sind sehr, sehr stark, dass niemand vor ihnen Halt machen kann. Sie sind so stark, dass sie jeden töten und dass sie Zerstörung auf Erde bringen. Und wenn der erste von ihnen an einem Wasser, in einem Gewässer vorbeigeht, wo es viel Wasser hat, werden sie anfangen zu trinken. Wenn der Letzte kommt von ihnen, wird er sagen, hier gab es einmal Wasser. Yani, sie werden so viel trinken und es werden so viele sein, dass wenn der Letzte von ihnen dort ankommt, es kein Wasser mehr übrig sein wird. Und sie werden Muslime töten und Unheil auf Erden stiften, bis das Isa alaihi salam Dua machen wird. Er wird Dua machen, dass Allah azza wa jal sie
zerstören. Und nach dieser Dua wird Allah Azzawajal dann Ya'juj und Ma'juj zerstören. Und sie gehören auch zu den 10 großen Zeichen vor dem Eintreten der Stunde. Ebenfalls ist das Urteilen mit dem Gesetz des Islams. Isa alayhi salatu salam, er wird kommen und mit dem Gesetz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam urteilen und nicht mit seinem eigenen Gesetz. Und dies ist so, wie der Gesandte sallallahu sagte, lo kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Wäre Musa lebendig, so hätte er keine Möglichkeit, außer dass er mir folgt. So muss Isa alayhi salatu wasallam dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unbedingt folgen. Und er muss unbedingt mit seinem Gesetz urteilen. So wird er nicht als jemand kommen, der mit einem anderen Gesetz kommt, mit einem neuen Gesetz oder mit seinem alten Gesetz, sondern er kommt und richtet mit dem Gesetz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dazu gehört, yani, dass er das Schwein tötet, das Kreuz bricht und die Jizya, die Steuern der Juden und Christen, entfernt. Und Imam al-Qurtubi sagte, بَلْ إِذَا أَنْزَلَ فَإِنَّهُ يَكُونُ يَوْمَ إِذٍ مِنْ أَتْبَاعِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Wenn er heruntersteigt, wird er an diesem Tag von den Gefolgsleuten von Muhammad صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ sein. So kommt er als jemand, der diese Scharia bestätigt und nicht als jemand, der sie aufhebt. Danach gehört zu den Angelegenheiten, welche mit dem Heruntersteigen von Isa a.s. zu tun haben, dass der Hass inmitten der Menschen verschwinden wird und dass sich die Sicherheit ausbreiten wird. Und das bedeutet, dass der Neid, der Hass, die Feindschaft unter den Menschen, sie wird entfernt. Und das Wort der Muslime und das Wort der Menschen wird sich versammeln auf dem Islam. So wird sich der Segen, die Baraka ausbreiten. Und das Gute wird sich verbreiten. Und sogar wird das Übel wird entfernt. Du wirst Kinder finden, die mit Schlangen spielen und die Schlangen werden kein Gift mehr haben. Und du wirst vorfinden, dass Schafe sogar vom Wolf gehütet werden. Ja, nee, es wird viel Gutes geben. Und das Schlechte wird sich entfernen. Sogar werden die Menschen sich nicht mehr gegenseitig bekriegen und bekämpfen. Und dies ist, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, in dem, was Abu Huraira radiallahu anhu überlieferte. Und zwar, dass Isa ibn Maryam als gerechter Richter heruntersteigen wird. Und der Hass, der Streit und die Feindschaft wird sich und auch der Neid wird sich entfernen. Und man wird zum Besitz gerufen. Und niemand wird es akzeptieren. Das Gute wird sich verbreiten. Und die Menschen werden es nicht mehr benötigen, dass sie etwas von jemandem annehmen. Weil sich das Gute verbreitet hat. An-Nawawi rahimahullah sagte, die Bedeutung ist, dass die Menschen es nicht mehr benötigen. Oder dass sie es nicht mehr wollen. Und dass sie kein Interesse haben, um es anzunehmen, weil es viel Besitz haben wird. Und weil es wenig Hoffnung geben wird und auch wenig Bedürfnis haben wird. Und weil man wissen wird, dass die Stunde eintreten wird. Ja, man weiß, man ist in der Endzeit und das Eintreten der Stunde ist nah. Jetzt kommen wir zum 6. und das ist auch der letzte Punkt. Wie lange wird er auf der Erde verweilen? Sein Tod und sein Grab. Was Isa a.s. betrifft, so wurden Überlieferungen überliefert, dass er Umrah machen wird, dass er Hajj machen wird, dass er heiraten wird und natürlich wird er sterben und auch begraben werden. Denn wie gesagt, ist er in den Himmel emporgehoben worden von Allah Jalla Fi'ala und er kommt in der Endzeit auf Erden und er wird hier eine Zeit lang verbringen. Doch wie lange ist diese Zeit? Diesbezüglich gibt es 2 bekannte Überlieferungen. Eine Überlieferung besagt, dass er 7 Jahre verweilen wird. Und eine andere Überlieferung besagt, dass er 40 Jahre verweilen wird. Im Hadith von Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma heißt es, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah sendet Isa ibn Maryam. Danach heißt es später, danach verweilt er inmitten der Menschen 7 Jahre. Und es gibt zwischen 2 Personen
Also du findest keine zwei Personen, unter welchen es oder zwischen welchen es Feindschaft gibt. Danach sendet Allah einen kalten Wind von Scham und es gibt niemanden, der auf der Erdoberfläche ist, welcher in seinem Herz ein Gewicht eines Staubkorns vom Guten oder Iman hat, außer dass er sterben wird. Und im Hadith von Abu Huraira heißt es auch, ein anderer Hadith heißt es, dass er auf der Erde 40 Jahre verweilen wird, danach wird er sterben und die Muslime werden das Totengebet für ihn beten. Al-Hafir ibn Kathir rahimahullah hat zwischen diesen zwei Überlieferungen gesammelt oder vereint und er sagte, dass überliefert wurde, dass er 40 Jahre verweilt und in Sahih Muslim wurde von Abdullah ibn Amr wurde bestätigt, dass er auf der Erde 7 Jahre verweilt. Und dies ist problematisch. Also diese zwei Überlieferungen zu verbinden, ist problematisch. Er sagte, außer wenn wir die Zeit, nachdem er herunterkommt, yani 7, wir sagen 7 Verwalter, nachdem er herunterkommt. Und dann ist insgesamt, was er auf der Erde verweilt hat, 40 Jahre. Denn er ist mit 33 Jahren, das was bekannt ist, dass er mit 33 Jahren in den Himmel hochgenommen wurde. So sind 33 plus 7 40 Jahre. Doch Estefarini hat dem widersprochen. Und er sagte, dass dies nicht korrekt ist. Er sagte, dass er auf Erden 40 Jahre verweilen wird, yani nachdem er den Dajjal tötet. Und dann erwähnte er, dass Al-Bayhaqi diese Überlieferung mit 40 Jahren, dass er sich auf diese Überlieferung basierte. Und dies bedeutet, yani, dass wer etwas überliefert, was eine größere Anzahl beinhaltet, so hat das Vorrang, weil er überliefert etwas, was mehr ist. Und die Überlieferer, die 40 Jahre überliefern, sind mehr. Also hat dies Vorrang, dass wir sagen, es sind 40 Jahre, das hat mehr Vorrang, als dass wir sagen, es sind 7 Jahre. Und Allah Azzawajal weiß es am besten. Und dies bekräftigt auch, was von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wurde. Und zwar sagte er, bezüglich der Aussage Allahs, وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَ Er sagte, das Austreten von Isa, er wird auf der Erde 40 Jahre verweilen. Und diese 40 werden wie 4 Jahre sein. Er wird Hajj machen und Umrah machen. Yani als ob wir sagen, es sind 40 Jahre, aber sie vergehen so schnell, als ob es 7 Jahre sind. Und dies sagt auch Abu Huraira, als ob es also 4 Jahre sind. Danach, bezüglich dem Tod von Isa alayhi salatu wassalam, so gibt es keinen klaren Beweis, wo er sterben wird. Was einige Gelehrte erwähnten, ist, dass er in Al-Madina al-Nabawiyya, in der Stadt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er in Medina sterben wird. Und es wurde auch gesagt, dass er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also neben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und neben seinen zwei Gefährten begraben wird. Al-Qurtubi sagte, es gibt Meinungsunterschied über die Sache, wo er begraben wird. Ist es bei der heiligen Stadt Al-Ard al-Muqaddasa, ist es beim heiligen Ort, das erwähnt Al-Halimi, und es wurde gesagt, er wird neben dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begraben, so gibt es also Meinungsunterschied diesbezüglich unter den Gelehrten. Doch was sicher ist, dass er eines natürlichen Todes sterben wird. Also er wird sterben, wie jeder andere Mensch auch, und er wird begraben, alaihissalam, um klarzumachen und klarzustellen, dass er ein Mensch ist, ein Diener und ein Gesandter Allahs und dass er nichts von den Eigenschaften der Anbetung besitzt. Somit wären wir mit diesem Thema zu Ende und Allah Jalla fi'ula bitten wir, dass er uns und euch Nutzen gibt und dass er den Muslimen auf der ganzen Welt ihre Angelegenheit erleichtert, dass er ihnen hilft und ihre Sorge nimmt. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.